Ich will euch mal was sagen. Alles ändert sich über die Zeit. Das Wetter ändert sich über die Zeit. Gegenstände verändern sich über die Zeit. Du veränderst dich über die Zeit. Hey, du bekommst Achselhaare. Und vor allen Dingen die Technologie. Bei Instagram haben wir jetzt wirklich Filter, die alles machen können. Und die sind nicht mal neu. Die gibt es jetzt, glaube ich, schon seit über einem Jahr. Dieses Video wird ein bisschen anders sein. Und zwar testen wir heute Instagram-Filter. Folgt mir bei Instagram. Keine Sorge, Snileys lieb. Ich gebe euch einen Moment Zeit. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle auf Folgen gedrückt. Und falls ihr es noch nicht getan habt... Sowas soll man ja auch nicht vergessen. Bevor ich die Kamera jetzt angemacht habe, habe ich bei Instagram ganz randommäßig irgendwelche Filter gedownloadet. Von denen ich gemeint habe, die sehen lustig aus. Was war das? Oh yeah! Oh, an den nächsten Filter erinnere ich mich sogar. Das war irgendwie... Ja, guckt euch das an. Genau so soll das enden. Nur mit meinem... Ja, das ist mein Gesicht. Ein kleiner Smiley. Oh, hallo Leute. Was geht? Alles gut. Ich bin tot. Das ist echt traurig eigentlich, aber der Filter ist Wahnsinn. Er heißt A. So schnell kann das Leben gehen. Verlängert dieses Leben jetzt mit einer Bewertung. Was ist der nächste Filter? Was ist... Oh. Was ist das? Hallo? Yo? Was passiert hier? Was geht? Wann habe ich diesen Filter gedownloadet? Oh, das ist mein Gesicht auf dem... Oh, ich bin wieder zurück. Ey, ich mag diesen Filter. Obwohl er mir ein kleines bisschen Angst macht. Der nächste Filter. Hallo, ich bin die Gurke Snily. Das ist der Wahnsinn. Ich bin Pickle Rick. Ich bin eine Gurke mit Überbiss. Hallo. Tut mir leid. Okay, der nächste Filter. Was war das hier? Warte, da kommt was aus... Da war irgendwie eine Frau gerade. Hä? Da ist eine Kakerlake. Da kommen ganz zufällig irgendwelche Sachen raus. Okay. Da war... ein verdammter Fuß in meinem Mund drinne, der sich gerade die Zehennägel schneidet. Das ist ja ekelhaft. Oh, verdammt, die Sachen gehen manchmal zu schnell. Was war das hier? So einen Filter habe ich gedownloadet? Niemals. Zum Fortfahren tippen. Oh, wo ist mein Gesicht hin? Ah, ich sehe meine Lippe da unten noch irgendwo. Leute, ich kann euch nicht mehr sehen. Ich habe keine Augen mehr. Verdammt, wo sind meine Augen? Ich bin blind. Helft mir. Kriege ich mein Gesicht auch irgendwie wieder zurück oder bleibt das jetzt so? Oh, ich glaube, ich bekomme es wieder zurück. Hallo. Oh, den nächsten Filter kenne ich, glaube ich, sogar. Oh, woher kommt dieser Kopf? Yo, kommt da noch ein Kopf? Ich dachte da... Wow, das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Alter, das ist creepy. Was haben wir als nächstes? Das ist ja noch viel schlimmer. Zum Ändern klicken. Oh, ich kann... Okay. Das sieht mir ein bisschen zu creepy aus. Verdammt. Gehen wir mal direkt in den nächsten Filter. Ach, den habe ich als Nostalgie geholt. Ich meine, so ein altes Nokia. Jeder hatte ein altes Nokia. Waren das schon alle Filter, die ich geholt habe? Ich meine, ich habe noch ein paar ältere. Hallo. So sieht mein Gesicht aus. Das ist der komplette Filter. Mein Gesicht ist winzig. Oh nein, ich habe Angst. Finde deine genetische Herkunft raus. Okay, da bin ich mal gespannt. Es wird auf jeden Fall nicht Afrika sein. Hä? Was? Lama, hallo. Ich habe vier Augen, ich bin ein Spinn... Oh mein Gott, das hätte ich beim Spinnenvideo benutzen sollen. Ich bin so dämlich, verdammt. Wieso kommt das so spät? Was haben wir noch für Filter? Hier ist dieser eine Filter, den ich vorhin genommen habe. Googly Eyes. Nein, das interessiert mich nicht so. Gameboy gibt es auch.
Aber ich möchte was ganz Weirdes, was ganz Komisches haben. Alter, da ist noch ein Babyfilter? Was zur... Oh mein Gott. Was ist das? Wieso sollte man sowas machen? Das ist doch krank. Alter. Ich habe Babys auf meinem Kopf.